Keine Mitarbeiter, die falschen Kunden, du bist regelrecht frustriert darüber, dass es alles nicht mehr so läuft, wie es mal war, und stellst dir dann trotzdem die Herausforderung, dass du Telefonate nicht annimmst oder E-Mails nicht beantwortest oder den Ganzen aus dem Weg gehst. Und in dem Zusammenhang musst du dir einfach nur die Frage stellen, ist dir das wirklich wichtig, dass da eine Veränderung stattfindet, also eine Lösung, oder möchtest du dich mit dem zufrieden geben, wo du aktuell stehst und bist darüber verwundert, dass deine Mitbewunderer an dir vorbeiziehen. Und die sind dann so, von der ganzen Aufstellung her zu verstehen, dass die sich überhaupt nicht darüber auseinandersetzen müssen, sondern sich ins gemachte Nest legen. Und du bist an der Situation vorangezogen, vorbeigegangen, weil du dir einfach nur in den Kopf gesetzt hast, das muss ja nicht sein. Richtig. Und weil du das alles nicht mal machen möchtest, hältst du dich auf und gleichzeitig deinen Vorsprung, deine Vision und da, wo du mal sein könntest, mit deiner beruflichen Perspektive. Und was ist das Problem an der ganzen Sache? Du stoppst dich, du hältst dich auf und gehst davon aus, dass alle anderen Menschen ebenso agieren wie du. Weil für dich ist das die Normalität. Und du sagst dir auch ganz klipp und klar, das kann ich anders verstehen, weil du in einer Welt lebst und schwebst und die du so zurechtgeformt hast, wo du ganz klar sagst, das ist alles das Nonplusultra, genauso muss das jeden Tag passieren. Und wenn du diese Blockaden hast, woran liegt das? Exakt, an dir. Weil du davon ausgehst, im Jahre 2024 muss man nichts mehr anders machen. Und du gehst tatsächlich auch noch davon aus, dass andere Menschen dich da nicht bei unterstützen können, den gleichen Weg mit dir zusammen gemeinsam gehen. Und warum machst du das? Richtig, weil du nicht verstanden hast, dass das überhaupt funktional werden kann. Voraussetzung ist, du hörst anderen Menschen zu, die dich dabei unterstützen können und die dich an die Hand nehmen, um dir zu sagen, da muss aber jetzt ein Schlussstrich gezogen werden, eine Linie im Sand und du gehst da nicht mehr rüber. Aber trotzdem gehst du nicht mehr an dein Telefon, beantwortest keine E-Mails oder verschließt dich davor, weil du dir ganz klar sagst, mein Ego ist so groß und so ausgeprägt, da braucht man gar nichts machen. Und genau da ist die Problematik, wo du dir einfach nur die Frage stellen musst, wieso lässt du es so weit kommen, wenn der Kochtopf schon am Überquillen ist und das, was du da drin hast, raussprießt. Die Problematik ist da, du wirst das nicht mehr aufhalten und verzögern können, weil die Problematik ist ganz klar, du sagst dir nicht nur, dass das akzeptabel ist, sondern du lässt es auch darauf hinauslaufen. Und genau da ist die Problemsituation bei dir. Und du musst dir einfach nur vorstellen, wie es sein könnte, wenn Mitbewunderer bei dir am Ort an dir vorbeiziehen und sich ganz klar sagen, du hast es nicht verstanden. Du kannst es dir so einfach machen, aber du machst es dir so schwer, weil dein Erfolg unter verschlossenen Türen stehen bleibt und da nicht raus kann. Und du findest es vor allem praktikabel, dass man so mit Mitarbeitern umgeht, mit Kunden. Und stellst dir auch gar nicht die Frage, bin ich denn 2024 noch optimal aufgestellt? Vor allem zeitgemäß. Es gibt so viele Systeme, so viele Programme, Möglichkeiten, all das, was du da implementieren kannst. Aber du sagst dir ganz klar, das brauche ich alles nicht. Ich brauche auch keinen YouTube-Kanal. Ich brauche auch nicht den Peter Zander zuhören, weil ich kann das alles viel, viel besser, weil ich mache das jetzt schon 20, 30, 100 Jahre. Und warum machst du das schon so lange und es funktioniert nicht? Weil du die Zeichen der Zeit nicht erkannt hast und sagst dir trotzdem zwangsläufig, das ist alles in Ordnung. Da bin ich mit zufrieden. Genau diese Antwort höre ich zum Beispiel jeden Tag von irgendwelchen Kandidaten da draußen. Die finden das in Ordnung, dass sie sich persönlich in ihrer eigenen Scheiße suhlen und wundern sich dann trotzdem, dass der Gestank nicht mehr abgeht von ihnen. Und das merken andere Kandidaten, Mitarbeiter, du bräuchtest, oder Personen, die jetzt ein Fahrzeug bei dir kaufen, die bräuchten das, aber sagen nicht ganz klar, der hat das nicht nötig. Und aus dem Grunde besuche ich den gar nicht mehr. Und wir bauen zum Beispiel Systeme auf. Wir bauen dir einen Auftritt, der so zu verstehen ist, dass du diese Person magisch anziehst, du bräuchtest. Und so von der Vermarktung her, da auf dem Punkt, wo es drauf ankommt, angesehen wirst, dass die Leute gar nicht mehr anders können, als zum Telefon zu greifen, beziehungsweise die Route in ihrem Navigationssystem einzugeben, direkt bei dir. Und das ist so zu verstehen, die sind nicht nur vorqualifiziert, geeignet in einer umgangssprachlichen Herauslösung des Wortes, die sind so, dass du einfach für dich die Frage stellst, warum habe ich das nicht schon viel eher gemacht? Und das ist das Problem, was du mit dir rumträgst, weil du dir ganz klar sagst, ich brauche das alles gar nicht. Ich brauche gar kein Geld verdienen. Ich habe mich irgendwann mal selbstständig gemacht, weil das schön ist, wenn andere Leute auf mich herabschauen. Weil ich bin ja der Große und das ist eine schöne Sache, dass ich so irgendwie das alles hinbekommen habe. Aber du merkst ja auch mittlerweile, eventuell, wenn du nicht ganz schläfst, dass da draußen eine Umkehrwende stattfindet. Das heißt, gewisse Bereiche sind nicht mehr so zu verstehen oder Anlaufpunkte sind nicht mehr existent. Die haben geschlossen, die haben zugemacht oder haben Insolvenz angemeldet und können ihre Rechnung nicht mehr zahlen. Und möchtest du das auch? Stell dir doch einfach mal die Frage, ist dir das so wichtig, dass dein Ego über diesen Forderungen steht? Oder sagst du dir ganz klar, nee, der hat recht. Da sollte ich jetzt mal schnellstmöglich eine Veränderung walten lassen. Und erst dann
wenn du so weit gehst und das für dich vereinnahmen möchtest, dass das bei dir wirklich zum Tagesgeschäft dazugehört, dann schick mal einfach mal eine Nachricht. Dann gucken wir, was da für dich drin ist und wie du das stoppen kannst. Vor allem so, dass du gar keine Einschränkungen mehr hast in dem Zusammenhang, sondern das ganz genau weißt. Das kann man so machen und das funktioniert vor allem für dich jeden Tag. Morgen, nächste Woche und nächstes Jahr. Und das Schöne ist tatsächlich, du brauchst dich nicht mehr mit irgendwelchen anderen Sachen auseinandersetzen, stressen und fordern lassen, sondern du bekommst immer die passende Antwort darauf, weil du dem gewachsen bist. Und das ist das Schöne. Einfach mal für dich herauszufinden, wie kann man das so wirklich runterbrechen, damit das Tag ein und Tag aus funktioniert. Und dass du wirklich dich auf das konzentrieren kannst, was dir wirklich wichtig ist. Weil das machen wir zum Beispiel Geschäftsführer in ganz Deutschland, die ein Autohaus besitzen und vor dieser Herausforderung stehen. Weil du musst da nicht mit leben und das braucht auch nicht zu deinem tagtäglichen Alltag gehören. Voraussetzung ist wirklich, du möchtest das. Du hast die Intention und vor allem die Ambition, das für dich darauf runterzubrechen und das so zu machen, dass es wirklich funktional wird und für dich vom Verständnis her zur Lösung. Und da kannst du dich persönlich fragen, wie weit möchtest du gehen und vor allem, wie weit bist du bereit zu gehen? Ohne eine Veränderung walten zu lassen, wird das natürlich nichts. Ich habe zum Beispiel letzte Woche vom Autohaus gehört, nee, Bilder machen von meinem Personal oder von gewissen Fahrzeugen, das machen wir nicht, weil wir machen das schon so und so und das muss ausreichen. Richtig. Und aus dem einfachen Grunde, weil du dich selbst limitierst, weil du dich selbst einschränkst und eingrenzt, lässt du den Erfolg nicht zu. Du sagst dir ganz klar, ich mache das schon so und so, es funktioniert zwar nicht, es führt nicht zu den Ergebnissen, aber trotzdem sagst du dir, das ist ausreichend. Und genau das ist der Punkt, der dich verhindert, einen Schritt weiterzukommen und überhaupt dahin zu kommen, wo andere Menschen sind. Die wirklich erfolgreichen Kandidaten da draußen, die hören einem zu und die sagen sich ganz klipp und klar, was steckt denn dahinter? Was ist denn dafür überhaupt möglich? Und was steckt da wirklich so drin, dass man das einfach nur noch nehmen muss und man hat das jeden Tag vor sich und kann daraus partizipieren? Und so, dass das wirklich große Früchte trägt, die so zu verstehen sind, dass du dir ganz klar die Uhr danach stellen kannst, dass das jeden Tag auf dich zukommt. Aber wenn du das alles nicht möchtest, dann schalte am besten jetzt mein Video aus und sag dir ganz klar, ich bin damit zufrieden, wie es überhaupt schon immer gewesen ist, aber ich kann dir ganz klar mit auf den Weg geben, das wird nicht mehr lange dauern, dann gehen die Lichter bei dir aus und du wunderst dich, warum nichts mehr zu sehen ist, von dir nichts mehr zu sehen ist. Weil andere haben dir das Licht ausgemacht. Und du kommst dann nicht mehr raus aus diesem Loch. Und die Verwunderung ist groß, spätestens dann, wenn andere auf dich zukommen und sagen, ja, hättest du das mal schon eher mit Peter Zander zum Beispiel gemacht, der genau weiß, welche Lösung es dafür gibt, welche Schritte man gehen muss, um direkt dahin zu kommen, wo du jetzt in dem Zusammenhang hinkommen möchtest. Und erst dann, wenn du so weit bist und das auch logisch verstehen kannst und wirklich sagst, das ist jetzt notwendig und höchste Eisenbahn, deinen Unterschied walten zu lassen, dann geh auf meine Seite peterzander.de, dann gucken wir wirklich, und jetzt gerade augenblicklich stehst, was da für Möglichkeiten bereitstehen und wie du die bestmöglichst anwenden kannst, vor allem vom zeitlichen Verlauf her, so, dass die morgen schon bei dir große Unterschiede bewirken, die so zu verstehen sind, dass du eine Lösung parat hast auf all deine Herausforderungen, auf deine ganzen Engpässe, die bislang bestehen und die dann einfach weg sind, du wegwischen kannst, so, dass du ganz genau weißt, das ist bei dir nicht mehr normal. Ein Zustand, der morgen wirklich zur Vergangenheit gehören kann. Und du musst jetzt die Frage stellen, möchtest du das? Soll das bei dir zur Realität werden? Oder möchtest du das, dass all das immer wieder auf dich zukommt, was du nicht möchtest, was du dir nicht wünschst? Weil die meisten Menschen, die machen sich das nicht einfach, aus dem einfachen Grund, weil sie nicht wissen, wie man es machen und lösen kann. Und da setzen wir genau konkret im richtigen Schleudergang an, um da für dich einen Unterschied zu bewirken, im Positiven, wo du ganz genau weißt, da muss man jetzt wirklich draufgehen. Und das so aufarbeiten, dass das möglichst unkompliziert vonstatten geht. Voraussetzung ist, du machst das, du hörst auf mich und wir beide ergreifen Hand in Hand diese Initiative, um da weiterzukommen, voranzupreschen, wirklich im sechsten Gang loszulegen und mit voller Power da uns beide uns aufs Ziel zu konzentrieren, um da auch direkt hinzukommen. Weil das ist doch das, was du wirklich tief im Inneren dir wünschst, dass das morgen schon bei dir stattfindet. Mach das jetzt einfach mal. Wenn du ganz klar sagst, du wünschst dir die richtigen Bewerber für die offenen Stellen, die du hast, die passenden Fahrzeuge, die dir gerade augenblicklich fehlen, oder die Personen, die jetzt ein Fahrzeug bei dir kaufen, dann sind wir der richtige Pol, der richtige Ansprechpartner, mit dem du genau das bewirken kannst, damit das wirklich gelöst wird. Wenn du weißt, jetzt ist das Ziel erreicht und du kannst aussteigen und auf das dich persönlich konzentrieren, wo es dir langfristig darauf ankommt. In diesem Sinne, geh auf meine Seite peterzander.de, teile dieses Video. Wenn du Fragen darüber hinaus hast, teile die in die Kommentarspalte, frag das. Eventuell greifen wir das auf das nächste Video an und auf.
Und ich freue mich darüber, wenn du jetzt einen Unterschied walten lässt. Wir sehen uns und hören uns im nächsten Video. Ich freue mich darauf, wenn du das Video teilst mit passenden Personen, wo du ganz genau weißt, wir sollten das sehen, hören und verstehen. Und ebenfalls groß, weit in die Welt daraus verteilen und tragen. In diesem Sinne, mach das Beste daraus. Wir hören uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.